Es ist schon erstaunlich zu sehen, wie viel Mühe der Mensch dran setzt, um gerecht zu sein oder gerecht zu werden. Unabhängig von Religion versuchen Menschen, Gott mit guten Taten zu beeindrucken oder Gerechtigkeit zu erlangen. Letzten Sonntag war ich zum ersten Mal in Istanbul. Ich war überrascht, wie religiös diese Stadt aussieht. Es sind so viele Moscheen in der Stadt. Um 4 Uhr morgens wachte ich auf, und zwar, weil das Gebet Namaz, rituelles Gebet im Islam, gelesen wurde. Man hört das in der ganzen Stadt. Warum betet man so früh und weckt die ganze Stadt auf? Schließlich geht es wahrscheinlich darum, dass man Gott durch seine gute Taten, durch bestimmte Rituale gefallen möchte. Gleichzeitig bat man mich persönlich, nicht nach 22 Uhr das Hotel zu verlassen, weil die Gegend, da wo die meisten, also Moslems auch sind, so gefährlich ist, weil da Drogen konsumiert werden und so weiter. Also die Gegend war sehr, sehr kriminell. Religiosität beruht auf dem Bestreben, ein besserer Mensch zu werden. Das Gleiche gilt für Judentum und auch für Christentum. Die Juden versuchten durch eigene Kraft, durch das Einhalten des Gesetzes, besser zu werden. Und Jesus durchschaute sie und sah, dass nach außen hin sie sehr fromm ausgesehen haben, aber innen drin waren sie voller Verdorbenheit. Das Gleiche sehen wir bei den Christen, Namenschristen, das heißt Menschen, die versuchen, religiöse Handlungen zu vollziehen, vielleicht zu Weihnachten, zu Ostern zu gehen, so nach außen fromm zu sein. Das heißt, all diese Bemühungen, durch eigene Kraft besser zu werden, sind eigentlich zum Scheitern verurteilt. Es ist so, als wenn wir einen Menschen ermutigen würden, über den Ozean zu schwimmen. Du kannst es schaffen. Du brauchst nur ein bisschen Übung. Und wir alle wissen, dass kein Schwimmer, egal wie viel er übt, der Beste in dieser Welt, niemals Ozean überqueren kann aus eigener Kraft. Es sei denn, er befindet sich auf einem Schiff. Dann ist es möglich, ohne Probleme einen Ozean zu überqueren. Jesus Christus ist unser Schiff. Er kann uns in den Himmel bringen und befördern. Aus eigener Kraft haben wir keine Chance. Wie wird man gerecht? In Römer Kapitel 10, 9 bis 13 lesen wir: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Also, noch einmal, unsere Gerechtigkeit liegt in der Person Jesu Christi. Daran müssen wir glauben. Jesus hat am Kreuz für dich und für mich alles vollbracht. Er ist die Gerechtigkeit. Und während du glaubst, du kannst es nur empfangen. Das ist alles, was du machen kannst. Aber die Gerechtigkeit, die liegt in der Person Jesu Christi. Und dann, wenn du von Herzen glaubst, so wird man gerecht. Gerechtigkeit kommt durch den Glauben, nicht durch eigene Anstrengung. Das schaffen wir nicht. Das ist das, was alle Religionen versuchen zu machen. Und deswegen scheitern sie. Die Gerechtigkeit ist allein in der Person Jesu Christi. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Das heißt, wenn ich an Jesus glaube und bekenne, es ist nicht möglich, an Jesus zu glauben und nicht zu bekennen. Wenn du nicht bekennst, dann glaubst du nicht. Denn der Glaube wird dich dazu bewegen, zu sagen, Jesus ist mein Herr, er hat mir meine Sünden vergeben, er hat mich neu gemacht. Das ist so natürlich. Und dann lesen wir weiter, denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es bezieht sich auf Jesus Christus. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe
Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Es gibt hier keinen Unterschied zwischen Nationalitäten. Gott ist persönlich ihr Gott geworden. Ich hatte das Privileg, an 3 von 4 Gottesdiensten dabei zu sein, jetzt am letzten Sonntag. Türkische Sprache, russische Sprache, dann gab es einen armenischen Gottesdienst, da war ich nicht dabei, und persischer Gottesdienst. Und es ist so herrlich zu sehen, wie Gott aus unterschiedlichen Nationen, Türken, Perser, Russischsprechende, und da sind Russen, Ukrainer, andere Nationalitäten, wie Gott diese Menschen rettet. Und ich sah diese Menschen zum ersten Mal, aber ich hatte den Eindruck, das sind Geschwister, die ich schon lange kenne. Nun, was hat sie gerecht gemacht? Das ist derselbe Glaube, den ich persönlich glaube, dass Jesus Christus sie gerecht gemacht hat. Und das war so herrlich, nochmal zu sehen, dass Jesus heute noch Menschen rettet aus allen unterschiedlichen Nationen. Er hat überall seine Menschen. Und dann der letzte Vers, Vers 13, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Ihr Lieben, bei Gott gibt es kein Ansehen der Personen. Unsere Gerechtigkeit, die liegt in Jesus Christus. Jeder, der an seinen Namen glaubt, wird gerecht. Glaubst du an seinen Namen? Ist Jesus deine Gerechtigkeit? Wenn nicht, was hindert dich, an Jesus zu glauben? Ihr Lieben, das Heil liegt nicht in unseren Händen, nicht in unseren Taten, sondern allein in Jesus Christus, wenn wir von ganzem Herzen an ihn glauben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gott segne dich dabei.